Hallo Leute, willkommen zurück bei Red Talks für eine neue Folge Euro Truck Simulator 2. Ja, weiter geht's, neue Folge und wir sind gerade immer noch mit unserer Lieferung. Ja, ich habe Geld aufgenommen. Ja, und Dave, ja, er fährt nur für 843 Euro. Okay, ich kann auch nichts dafür. Aber die Susanne, die bringt mir auch 2000 Euro. Ja, das ist auch nicht so viel. Leute, die müssen auch Geld in die Kasse bringen. Raus von die Parkplatz. Schnell hochschalten, ja. Und wir haben sowieso viel Kilometer noch vor uns. Und jetzt, wir sind morgen früh um 5 Uhr 48. Und jetzt könnte man auch wieder genießen unsere Brücke. Und da ist übrigens ein Flugzeug. Wenn Sie haben das auch gesehen. Aber ich habe es eben gesehen. Ne? Da war ein Flugzeug. So, jetzt neue Fahrt. Ja, wir sehen auch dieses Flugzeug. Der ist darüber. Oder? Ist der gelandet? Ja, ich glaube, da ist ein Flughafen. Darüber, okay. Und jetzt wieder dieser Tunnel. Oje, oje, aber jetzt fahre ich etwas zu schnell. Ich will auch nicht unbedingt geblitzt werden. Ich habe auch Geld, aber... Und ich nehme so viel Platz. Ja, noch ein Flugzeug. Ja, haben Sie das gesehen? So, ich habe es gesehen wieder. Das war gut zu erkennen. So, jetzt gehen wir wieder in die Cockpit. So, dann fahren wir auch unsere Tour weiter. 1400 Kilometer zu fahren, das ist auch eine Strecke. Dafür mache ich auch wieder die Tempo. Wenn wir sind über 80, ja, jetzt gerade. Das war auch nicht so schnell. Sowieso, Sie haben auch gesehen in die letzte Folge am Ende, da habe ich noch ein paar Schaden an die LKW, der Trailer. Aber das ist okay. Es ist auch nicht so eine große Schade. Es muss auch nicht immer sein, oder? Da könnte man auch immer langsam fahren und dann ist auch die Lieferung ohne Problem am Ziel. Weiter, weiter durch diese Landschaft. Ich glaube, dass wir sind jetzt im Danpark. Das kann auch gut sein. Ich habe auch nicht aufgepasst. So, ich werde sagen, könnte man irgendwann auch voll Tempo durchfahren, aber es dauert noch ein paar Minuten. Ich werde sagen, dass jetzt ab jetzt gerade, okay. Gib mal Gas, gib mal Gummi. Ja, weil jetzt der LKW, der hat auch Leistung. Und ich bin auch in Form. Das ist nicht, dass die letzte Zeit, ich war nicht in Form, dass ich war sehr langsam unterwegs, aber manchmal, ja, da könnte man locker Gas geben, oder? Das sind so viele Kilometer. Ich muss auch die Risiko auch nicht so nehmen, dass ich komme auch wieder mit Verspätung. Oh, 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 aber ihre, ich muss bremsen, ja. Oh, nur 500. Haha, es ist okay.
Und da ist Laptops, ja, 234 Euro. Ui, 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 okay. So, lass du mich vorbei, der Bus? Ja, er lass mich vorbei. Sehr schön. So, jetzt, das gibt Werksteigerung, ja, dem Brück. Ah, das ist schön zu sehen, diese Panzer. Ein Blick über die Landschaft. Ja gut, jetzt Landschaft haben wir mit Wasser, aber trotzdem, das ist sehr geil gemacht. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, über diese DLC, Baltic DLC. Das wäre auch sehr schön zu sehen, Saint-Petersburg, so, ich weiß nicht, was für Stadt ist noch zu sehen, aber da haben die auch wieder viel gemacht. Fahre ich auch sehr schnell wieder. Sowieso ist auch keine Polizisten. So, ich habe keine gesehen, oder? Haben Sie eine gesehen? Schreibt ruhig in die Kommentare. Oh, aber hier war auch die Zug. Ah, der Schiff, der hat sich auch nicht bewegt. Wir sind vorbeigefahren. Die letzte Folge und da ist der Riemen noch da. Na gut, ich glaube nicht, dass er kommt durch über die Brücke. Ah, und jetzt, wir sehen einen Zug. Ja, ich habe euch gesagt, das ist mein Zug nebendran. Voilà, ist eine kleine Kombi, Bus. Das war klar. Das war klar, weil ich muss auch sofort bremsen. Okay, Cockpit jetzt wieder. Aber trotzdem, wir haben noch Fortschritt gemacht. Muss ich zugeben, da haben wir auch schon fast 200 Kilometer gemacht jetzt gerade. Das ist okay. Aber sowieso jetzt, ich gebe trotzdem wieder Gummi, weil da ist für mich die Strecke sehr, sehr lang und ich habe Angst, dass ich aber auch nicht punktlich am Ziel bin. Ja, okay, 1100, ja, okay, wo war der Polizist? Ich habe es nicht gesehen. Es tut mir leid. Aber ich sehe immer noch nicht der Polizist. Wo hat er mich geblitzt? Ah! Da ist der hinter mir, oder? Okay, dann... dann mache ich auch nicht mehr die Fälle. Okay, ich lasse ihn vorbei. Ja, manchmal... Man denkt auch nicht mehr dran über diese Polizisten. Weil ich weiß nicht, bei welcher Folge war das. Ich glaube, das ist bei dem ersten Spiel. Oje, jetzt mache ich langsam. Okay, Polizei, okay. Ah, jetzt. Ah, das ist auch Frechheit. Er war die ganze Zeit hinter mir und der ist noch nicht mal vorbei gefahren. Eieiei, er hat es extra gemacht. Er wollte unbedingt mich dreimal oder viermal erwischen. Okay, jetzt ist er weg. Ich dürfe auch... Gummi gebe, aber nein, das machen wir auch nicht jetzt im Moment. Da habe ich jetzt 3000 Euro verloren jetzt gerade. Es ist auch nicht so gut. Ich will auch trotzdem Geld gewinnen machen, keine Verluste. Das ist gerade bestimmt die drei Fahrer Lohnanzahlung auch dazu. Und ja, da mache ich Verluste. Okay, aber mit 80 km/h könnte man auch ruhig fahren. Wie gesagt, es ist auch nicht so dringend, dass ich muss auch am nächsten Tagen darüber kommen. Da ist sowieso bis Dienstag war die Erwartung, oder? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Oder Mittwoch, könnte das sein Mittwoch, ja. Und
jetzt, ob, da ist auch keine Polizist drauf. Gas gebe! Gas gebe, Polizei! Nein, nicht für mich. So, weiter geht's. Jetzt schieben wir den Motor voll in die Leistung. Jetzt gerade Hochtour. Ah, jetzt, das geht sehr schnell jetzt. 120. Ja gut, 120, ich glaube 130 ist die maximale Geschwindigkeit, was ich habe jetzt gemacht in diese LKW. Aber warten Sie ab, wenn die LKW haben über 700 PS, das sind bestimmt 140 schön machbar. So, weiter geht's. Da ist auch kein Mensch mehr auf diese Autobahn, oder wie? Sehr gut, sehr gut. Wenn keine Polizist, dann freue ich mich auch voll dabei. Bin voll dabei, wenn keine Polizisten mehr zu sehen sind. Okay. Jetzt 124 km/h, jawohl. Ja, die Tank ist noch relativ voll. Da muss ich auch nicht so unbedingt anhalten. 125, jawohl. Aber hier muss ich auch bald bremsen. Ja, ich muss auch konzentriert bleiben, weil sonst da mache ich auch einen Unfall und das ist auch nicht gut. Okay, das war eine lange Schube. Manchmal, das könnte man auch sich erlauben. Wie gesagt, das sind so viele Kilometer. Ja, Dienstage ist die Ankunft Zeit, okay. Ja, da muss ich auch nicht unbedingt schlafen. Gut, und ich sehe auch schön, dass der Mann der fährt auch schnell, aber der fährt auch nicht so schnell wie ich. Weiter geht's. Ja, ich sage immer noch weiter geht's, aber es tut mir leid. Ich muss das auch nicht immer sagen. So, wir sind jetzt in Deutschland. Ja, willkommen in Deutschland. Und das war eine MAN. Die sind auch sehr schön, diese MAN-Fahrzeuge. Na gut, für den Moment. Ich mag alle LKW-Hersteller. Ich habe keine besondere Hersteller. Da finde ich auch sehr gut die Scania, Mercedes-Benz, DAF. Ja, die sind für mich alle gut Hersteller. Ah, nur Iveco. Iveco mag ich nicht so gern. Ich weiß nicht warum. Ich finde die LKW-Ausstattung erstmal nicht so schön und die Design von der LKW auch nicht so besonders. Ja, LKW-Unfall, ja, nein, kein LKW-Unfall. Das war eine PKW-Unfall. Versuch. Ja, ich hab's versucht. Meine Schuld. Jetzt waren wir auch deutlich schneller. Okay, aber hier, das wird knapp, das wird knapp. Ich weiß auch nicht, was ist das für ein LKW, was ich überhole. Ah, ich glaube, das ist ein Iveco. Ja, schaut ihr das an, das ist ein Iveco. Ich finde das auch nicht so gerade besondere, die Design. Ah nein, das ist ein MAN. Ah, es tut mir leid für den MAN-Fan. Es war ein MAN, kein Iveco. Ja, die Iveco, ich finde das auch nicht so bombastisch. War auch sehr schnell die letzte Zeit, okay. Aber da bin ich auch sehr konzentriert auf die Strecke, an der Strecke.
auch nicht unbedingt einen Unfall mache. Ja, und wie gesagt, ab und zu, man könnte auch schnell fahren. Es ist auch nicht dringend gesagt, man fährt auch langsam. Nein. Aber 130 jetzt. Und jetzt. Da muss ich bremsen, ja. Wir haben noch immer noch so viel Kilometer zu machen, okay. Immer geradeaus, jawohl. Das ist ein schöner Trailer. Okay, ich überhole, das ist wieder ein MAN. Aber jetzt, ich muss aufpassen, ich habe wieder eine Kratzer an meine Lackierung gemacht. Ich hab's gemerkt. Ja, jetzt sind leider zwei Spuren, so viel LKW unterwegs. Gut, so viel PKW haben wir nicht gesehen, aber... Das ist auch die Sache, ich muss auch nicht so unbedingt Unfall machen. Ah, doch, jetzt, da war ein PKW, okay, jetzt ist ein Büro noch. Polaris Leine, ja, Leines. So, er lässt mich auch vorbei, oder? Boah, aber jetzt... Das war extrem knapp. Ja, ich will auch nicht immer die Risiko nehmen. Unfall zu bauen, sowieso nicht. So, ist noch irgendwie Platz jetzt zu überholen, ja. Hopp, er soll warten mit seinem PKW. Ah, da ist wieder Platz. Sehr schön, wenn das auch drei Spur Autobahn, das ist auch super. So, Achtung, da muss ich schon wieder bremsen. IK, okay, ist das nicht IKEA, das ist IK, okay, gut. Ich kenne das auch nicht, die Firma IK. Weiter geht's. Okay, wir sind jetzt wieder zurück zu dieser Elbe-Tunnel. Das ist für mich die zweite Mal, dass ich nehme diese, oder dritte Mal jetzt sogar. Ja, wir sind auch in Hamburg. Okay, langsam. Oh je, oh je. Auch nicht unbedingt Unfall bauen. Und das gibt auch Bergsteigerung, ja. Und wir sind in Hamburg jetzt. Okay. Schönen Gruß von Hamburg, sage ich euch jetzt. Oh, aber jetzt, man könnte auch langsam Gang runterschalten. Oh, das gibt eine. Jemand war geblitzt und dann, er wollte bestimmt nicht anhalten. Dafür war die Polizist noch am Ball. Ja, für den Moment, die Strecke in Deutschland, die sind sehr, sehr gut gemacht. Ich muss zugeben, dass diese Erweiterung mit dieser Deutschland-Map ist richtig was Tolles.
gemacht, ehrlich, in dem Spiel. Ach, sowieso diese Erweiterung Frankreich, Italien. Oh, je, je, je. Ich muss raus. Nein. Nein. Okay. Da muss ich auch jetzt gucken, wo könnte ich auch wieder rausgehen, weil ja. Ah, nein, 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 nein. Jetzt mache ich einen Umweg. Ah, ja, ja, ja. Ja, ich spreche. Ich gucke nicht so auf meine Navi und jetzt ja gerade. Okay, aber irgendwann muss ich auch rausgehen, oder? Die Navi wird mir das bestimmt sagen. Da mache ich einen vollen Umweg, oder? Ich weiß nicht ganz genau. Und mittlerweile, der sagt mich auch nicht, du musst raus. Ja gut, ich nehme noch die Risiko. Da habe ich sowieso genug Power und genug Benzin, dass ich kann noch die Zeit wieder schnell überholen. Ich glaube nicht, dass ich muss raus, oder? Oh, was macht er? Was macht er? Ach du lieber Gott! Ach du lieber Gott! Okay, was ist das? Baustelle? Aber super, der LKW hat mich vor mir so eine Angst gemacht. So Angst gemacht? Nein, Unfall. Aber was ist das für ein Unfall? Oh je, das muss man auch sehen. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Ja, ein LKW mit seinem ganzen Trailer. Das hat gebrennt. Das hat gebrennt. Okay, gut. Okay, aber jetzt fahren wir weiter, oder? Aber super gemacht, ehrlich. Super gemacht ist das. Und die Entwickler, diese Sache, ich finde das wirklich klasse. Okay, aber was sagt mir die Navi? Ich muss nicht rausgehen. Okay, gut. Ich könnte normalerweise rausgehen und den Umweg machen, aber nein. Er sagt mir immer geradeaus. Okay, gut. Dann machen wir auch keinen Umweg. Da versuche ich auch noch die Zeit zu überbrücken, aber das ist auch möglich. Okay, das kommt ein Blitzer, aber egal, der Blitzer, er soll mich blitzen. Nein, er hat mich nicht geblitzt. Okay, sowieso, ich werde sagen, ich war bis die Limit wieder mit dem Fahrer, weil da haben wir einen Umweg gemacht. Mit Sicherheit. Dann muss ich noch die Zeit überholen. Oh, ein Wohnmobil. Jawohl. Und tschüss. So, jetzt. Ich gebe Gase. Es tut mir leid, Leute. Und da ich stopp auch nicht jetzt gerade. Wir fahren noch ein Stück weiter. Ja, weil jetzt, ich habe auch Umweg gemacht. Aber nein, 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 ich muss auch raus, sowieso jetzt gerade. Ist ja auch gerade Taste. Oje, oje, da war ich auch schnelle. Perspektiv wechseln. Für mich ist auch sehr kompliziert mit der Perspektivänderung, aber gut, ich
Ich nehme auch die Risiko immer. Ob es war ein Umweg, ich weiß nicht ganz genau. Ich glaube eh nicht, weil sonst, er wird auch mich schon gesagt. So, die Navi werden mich schon angezeigt, ob du musst umdrehen. Sowieso fahren wir auch wieder ganz schnell wieder. Und ich bin auch schnell unterwegs jetzt gerade mit dieser Lieferung. Ob das war die Polizist? Ah ja, gut, ich war auf normale Tempo, oder? Normale Tempo, was ist das normale Tempo? 80 normalerweise. Ich bin über 50 km. Okay, aber gut, ich werde sagen, jetzt hier in diese. Könnte man auch schlafen? Ja, könnte man auch schlafen. Oh, aber was macht er hier? Hallo? Ich hätte gern mal tanke. Oh nein, der wird auch mich nicht anhalten. Ey, hallo? Schaut ihr das an? Wie lange braucht er für den Tank? Ah, okay. Ich habe Angst gehabt. Ich habe gedacht, ja, jetzt ist alles vorbei. Okay, jetzt anbremst. Neutral, alles. Und tanke. Ich weiß nicht, wie viel Geld muss ich wieder rausgeben für die Tank. Oh, fast 380 Euro. Nee, Quatsch, fast 450 Euro. Aber 380 Liter sind bald reinge... So, da habe ich aufgefüllt für fast 380 Liter. Okay. Und ich sage... Hier mache ich auch diese Part am Ende. Okay, schnell mit die Schaltung. So. Darf ich hier schlafen? Ja. Okay. Jetzt Motor aus. Erstmal die Gang. Jawohl. Und ich verabschiede mich, hier. Wir sehen uns in einer neuen Folge gemeinsam. Bleibt sie dran, ich wünsche euch alles gut. Und ciao, mach's gut.